Hast du noch einen Tipp für mich? Ja, nur der Boss kennt das Passwort für diese Tür. Wo er ist? Wer weiß. Schau doch selbst nach. Die Türe öffnet sich nicht? Nun. Oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Ich dachte nur der Boss. Aber gut, dann muss ich es wohl aus hier rausprügeln. Surfer. Eigentlich müsste ja, theoretisch gesehen, das habe ich damals im Pokémon nie verstanden, Eis sehr effektiv gegen Wasser sein. Weil Eis friert ja Wasser ein. Aber nö, ist ja nicht so. Was? Ich hab verloren. Das hast du, du Loser. Ich bin doch nur ein Rüpel. Ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Das Passwort ist bestimmt Pech gehabt. Man benötigt zwei Passwörter, um Zutritt zum Quartier des Bosses zu bekommen. Nur ein paar Mitglieder von Team Rocket kennen sie. Diese Auskunft hat mir dieser Rocket gegeben. Martox, los. Holen wir uns die Passwörter. Okay. Der Typ mit dem Umhang ist furchtbar stark. Ewiges Eis. Okay, wir haben aber kein Pokémon, was Eis ist, ne? Goldbeere. Na? Forderst mich zu einem Kampf heraus? Puh, du bist dumm, aber in mir hast Boom. Das mag ich. Falls du mich besiegst, verrate ich dir ein Passwort für das Büro vom Boss. Was, Fleckmann-Route? Achso, das Passwort, ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran gerade. Sehr effektiv. Das hat erreicht Level 30. Sehr gut, dann können wir das jetzt auch wieder austauschen. Hat er gerade irgendwas gesagt? Hey, Sasa entwickelt sich. Hey, entwickelt sich Impegato echt auf, oder beziehungsweise Turakrok auf 30 schon? Das wusste ich gar nicht. Glückwunsch, dein Sasa wurde zu Impegator. Dann sag mal. Das Passwort für das Büro vom Boss. Ich glaube, es lautet Radikalroute. Ist ja gar kein Trick, Gefalo. Schwerball. Köderball. Es ist mir egal, dass bei Pokémon, dass Pokémon bei unserem Experiment Schmerzen zugefügt werden. Was bist du denn für ein Ekelpaket? Hasso möchte kämpfen. Elekid. Case Boonie, Psi-Strahl. Volltreffer. Hasso wurde besiegt.
Meine Stärke ist Denken, das Denken, nicht das Kämpfen. Wenn wir das Radiosignal verstärken, könnte man es im ganzen Land empfangen. Allein der Gedanke entzückt mich. Mich nicht. Ich hoffe, einfach hier unten lang gehen können. Hallo? Früher arbeitete ich für Sylph, aber jetzt leite ich Team Rockets Forschungen. Ein Kind wie du, das sich überall einmischt, muss bestraft werden. Muss ich das ja? Martin? Mit deinem Sand am Meer? Die gibt's ja wie Sand am Meer. Ha, versteht ihr? Volltreffer. Erreicht Level 28. Setzt X-Bart ein. Nee, mach ruhig. Nochmal Psi-Strahl. Das mit dem Kind bestrafen hat in Kanto schon nicht funktioniert, richtig. Warum sollte das hier funktionieren? Außerdem bin ich kein Kind mehr. Ich bin 31. Nur wegen eines kleinen taktischen Fehlers. Ein Radiosignal, das Pokémon um den Verstand bringt. Mein Experiment war ein voller Erfolg. Meine Beförderung ist gewiss. Dieser Verlust bedeutet nichts. Ob ich das Passwort weiß? Vielleicht. Schwächlinge werden es nie erfahren. Rocketrüpel möchte kämpfen. Sie schickt Entoron in den Kampf. Na, mal sehen, ob sie das Passwort weiß. Ich glaube ja nicht, dass sie das tut. Und ich zum Zeitpunkt des Streams noch 34. Na gut, es kommt auch immer darauf an, wann die Leute sich das hier anschauen, ne? Wenn die Leute das in 5 Jahren schauen, dann stimmt das ja bei mir auch nicht mehr. Setzt Machok ein. Aber ja, bei dir ist das wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass du zum Zeitpunkt dieser Folge noch 34 bist, weil die letzten Folgen, die ich ja jetzt vom letzten Stream gerendert habe, gehen bis zum 1. April. Ne, also die letzte halbe Stunde des Streams ist eine Folge für den 1. April. Das heißt also, ja, bist du dann nicht mehr 34. Oh, Punkt K, Punkt, genug. Ich verrate es dir. Echt, die weiß das wirklich? Das Passwort zum Büro vom Boss lautet Fleckmon-Route. Es ist aber nutzlos, denn du benötigst 2 Passwörter. Na, immerhin weiß ich jetzt 1. Oh, ein Kind? Ich mag das zwar nicht, aber ich muss dich ausschalten. Botogel. Du hast beide Passwörter. Ah, okay. Psi-Strahl.
Also sind Radikalroute und Fleckmannroute beide Passwörter, ja. Sehr, sehr einfallsreich. Ich dachte, der erste lügt halt, indem er sagt, ich glaube, es ist Radikalroute. Ich dachte, er hat sich geirrt, aber... Guck mal in Abra, was wir dagegen machen können. Ganz einfach. Spukball! Deswegen hast du den Spoonie, deswegen. Machomai. Oh, cool, das. Der hat echt coole Gegner für Spoonie halt. Kann Spoonie richtig aufräumen hier. Sehr effektiv. Rüpel besiegt. Ich wusste, ich würde verlieren. Du. Meine letzte Mission wurde auch von einem Kind vereitelt. Als wir Pokémon entführten, tauchte ein Kind mit roten Haaren und fiesem Blick auf und hat mich vermöbelt. Wow. Okay, wir können ja hier schon rein. Aber... Pokéball. TM39. Was ist denn diese TM? Sternschauer, okay. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich Team Rocket zerschlage? Sag mir, wer war der Typ mit dem Umhang, der die Drachen-Pokémon einsetzte? Meine Pokémon waren keine Gegner für ihn. Die Niederlage macht mir nichts aus. Mit stärkeren Pokémon kann ich ihn besiegen. Was mich wurmt ist, was er zu mir gesagt hat. Er sagte, dass ich meine Pokémon nicht ausreichend liebe und ihnen nicht vertraue. Ich bin wütend, dass ich gegen so ein Großmaul verloren habe. Für Typen wie dich habe ich keine Zeit. Deswegen kam er jetzt, um uns das zu sagen. Hack Attack. Ich glaube, Hack Attack wäre besser für Lugia, ne? Hack Attack, glaube ich, Flugattacken verstärkt, ja. Die Tür ist verschlossen. Martox gibt beide Passwörter ein. Die Tür wurde entriegelt. Hallo? Was? Wer bist du? Dies ist das Büro unseres Anführers Giovanni. Er trainiert, seit das Team Rocket vor 3 Jahren zerschlagen wurde. Wir sind sicher, dass er eines Tages zurückkehren wird, um das Kommando wieder zu übernehmen. Darum halten wir Wache. Ich lasse nicht zu, dass es hier laut wird. Der Rocket-Vorstand möchte kämpfen. Er schickt Quapuzzi in den Kampf. Spoony? Psi-Strahl. Zeig, wie krass die Scope-Linse ist und mach einen Volltreffer. Oder mach auch keinen Volltreffer, ist auch okay. Spoony erreicht Level 30. Setz Tanzer ein. Wir wechseln. Auf Knosp! Nee. Auf Tawny. Die Knosp-Sounds werdet ihr später noch genug hören. Aber da werde ich mich auch ein bisschen zügeln, ne? Sonst ist es irgendwann nervig. So, Quappo. Ja, setzt Quappo ein. Du bist dran, dieser Knosp. Ihr wisst, was das heißt, ne? Los, Knosp! Komm zurück, Knosp!
Visa Knosp. Setz Rasierblatt ein. Knosp, 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 Knosp. Tja. Sehr effektiv. Hypnose. Verdammt. Egelsamen. Knosp. Ich will's mal einsch... Ja, jetzt. Es schläft. Nein! Dieser Knosp, warum schläfst du? Knosp. Und jetzt denkt sich alle so... Die ganzen Zuschauer so, er hat echt davor auch einen Sound. Ja, ist pennt halt. Los, greif an! Rasierblatt! Knosp. Schläft tief und fest, ja. Was soll man da machen? Er leidet 2 Treffer. Schnell, wach auf! Knosp. Ich glaube, dieser Knosp ist nicht so nützlich. Na, immerhin. Rocket-Vorstand wurde besiegt. Ich konnte nichts machen. Bitte vergib mir, Giovanni. Und Matox erhält wieder ein bisschen Poké-Dollars. Das darf mich nicht belasten. Ich muss es den anderen sagen. Die Sounds müssen eindeutig mehr Arbeit kriegen und nicht weniger. So, was bist du denn? Krambox, das Passwort lautet Preise Giovanni. Okay. Hier war nichts mehr, ne? Hm. Ja, und jetzt? Hab ich was vergessen? Altes Team Rocket, stiehl Pokémon, nur des Profits wegen. Benutze Pokémon nur des Profits wegen. Die Pokémon dienen nur dazu, Team Rocket noch mehr Ruhm zu verschaffen. Und Profit. Okay, da steht dasselbe. Hä, Passwort lautet Preise Giovanni, aber wo soll es denn jetzt weitergehen? Kann er noch raus jetzt? Da hoch kann ich nicht. Okay, draußen war noch eine Tür, ne? Hier war noch eine Tür. Muss das Signal noch abstellen, ja? Hier war noch eine Tür. Tür ist verschlossen. Matox gibt das Passwort ein. Die Tür wurde entriegelt. Bleib stehen, wo du bist. Lol. Wir können es nicht zulassen, dass ein Balk hier herumläuft. Das schadet Team Rockets Stolz. Wie stark du auch bist. Du kannst es nicht mit uns beiden aufnehmen. Tut uns leid, Winzling. Jetzt wirst du zermalmt. Ne, ich hätte es auch mit euch beiden aufnehmen können, locker. Hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß. Also, hey, sei nicht so egoistisch. Teile den Spaß, war er, okay. Wie? Du hattest einen Komplizen? Wo ist dein Ehrgefühl? Ich, Giovannis Stellvertreter, werde dir zeigen, was es bedeutet, sich mit Team Rocket anzulegen. Dann zeig mal. Rocket-Vorstand schickt Safcon in den Fight. Okay, Spoonie ist vorne, ist nicht so gut. Knosp schläft, ist auch nicht so gut.
So weggeburnt. Setzt Inkognito ein. Wir wechseln nicht. Ja, und hier weiter drauf. Kraftreserve. Oh oh. Das war mega stark. So, und Endivie. Setzt Y ein, ja. Why? Und ein Giftpuder. Torni. So, Endivie ist besiegt. Du bist wirklich gut. So ein Mist. Wenn du bei Team Rocket einsteigen würdest, wärst du sofort im Vorstand. Tja, will ich aber nicht. Dieses Versteck ist gesäubert. Ja, dieses Versteck ist gesäubert, das ist gut. Das Sende-Experiment war ein voller Erfolg. Es ist egal, was aus dem Versteck wird. Wir haben höhere Ziele. Ich dachte erst, es sagt wieder Siegfried, aber gut. Schon bald wirst du die wahre Macht von Team Rocket würdigen. Amüsiere dich, solange du noch kannst. Genug. Wir haben hier alle Anhänger von Team Rocket besiegt. Aber der Junge, auf den ich traf, macht mir wirklich Sorgen. Sorry, Martox. Ich habe beobachtet, wie geschickt du bist. Daher habe ich mich zurückgehalten. Jetzt müssen wir nur noch dieses merkwürdige Signal abschalten. Diese Maschine ist die Wurzel allen Übels. Ist hier leider kein Schalter. Uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen alle Elektroball besiegen. Das sollte genügen, um die Maschine abzuschalten. Die Pokémon... Was? Die Pokémon trifft keine Schuld? Pokémon treffen? Nee, egal. Daher fühle ich mich schuldig. Martox, wir sollten uns besser trennen. Waren wir denn jemals zusammen? Hab ich denn irgendwas für den Hyperheiler? Hab ich? Für Torni, aber ich habe keinen Aufwecker jetzt, ne? Ach, hier Minzbeere. Sehr gut. Jetzt geht das Radiosignal, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen weg. Na, ja, gucken, was die Elektroball hier sind. Na, ja, Parasex. Cool. Glut! Und Torni erhält 420 Erfahrungspunkte. Okay, das ist kein Elektroball. Sieht weniger nach einem Elektroball aus, finde ich. Geht das wieder los? Zornklinge! Du 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 du.
Meine Zornklinge wird zwar immer stärker, aber... Schandera heilt sich ja jetzt irgendwie mal dagegen. Aber gut. Weg ist es. Endlich. Level 29. Sehr gut, Tony. Können wir so eigentlich Radio hören? Also alles noch normal, ne? Oh, Sasa, guck mal, wie cool du jetzt aussiehst. Energie durch Parasek, Chanera und Ho-Oh, interessant. Finde ich aber auch. Läuterungsfeuer. Biss. Schreck zurück nochmal. Biss. Okay, Superball, los. Du gehörst mir, Ho-Oh. Du hörst mir, Ho-Oh. Ho-Oh fackelt Parasek ab und Chanera heilt wieder hoch. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir Ho überhaupt mitnehmen. Ich glaube eher weniger, ne? Wenn wir eh noch Dratini und... Boah, es macht trotzdem sehr viel Schaden. Wenn wir sowieso Dratini und Kikli noch mitnehmen werden. Coole Kumu-Milch. Die Sasa trinken kann. So.
Also, Ho-Oh ist verschleiert. Ist mir egal. Superball. Ich werfe gleich sonst nur meinen Pokéball. Okay, Ho-Oh hat sich anders gewollt. Pokéball, los! Falls dir das angenehmer ist, Ho-Oh. Na gut, dann eben kein Ho-Oh, oder? Ich weiß es nicht. Oder wollen wir den Hyperball mal probieren? Was ist Symball? Fängt anderes Geschlecht leichter. Damit fängst du schwere Pokémon. Pokémon der Angel. Vielleicht den Halt. Nee. Setzen wir nicht einen Hyperball. Ja, wie Hyperbälle hier noch komplett gelb aussehen. Tja, damit haben wir unseren einzigen Hyperball verschwendet. Lavitas Shiny-Form ist nicht wirklich auffällig, wenn Original nicht daneben steht. Aber keine Ahnung, ob damals sogar Gyarados anders aussah. Das weiß ich halt auch nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Wenn wir Lavita rufen, das kriegt diesen Shiny-Effekt, dann ist ja alles gut. Ich glaube, das mit Ho-Oh wird nichts, ne? Ich töte es jetzt. Wir werden es sowieso nicht einsetzen.